Robert Metpaur. Der Sohn eines Menschen. Teil 1. Maria. Kapitel 16 bis 17. Kapitel 16. Die verhängnisvolle Entzweiung. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Die Sprüche Salomos, Kapitel 3, Vers 3. Der Mutter Geheimnis. Die Ausbildung. Die Rückkehr. Am frühen Abend eines unglimpflich verlaufenen Tages kehrte der Vater Josef griesgrämig heim. Er wirkte nervös und gereizt. Er wies Maria und seinen Sohn für jede Kleinigkeit zurück. Maria roch eine Weinfahne aus Josefs Mund. Sie wurde hellwach. Josef pflegte sich normalerweise nicht zu betrinken. Nur, wenn er seinen Kummer betäuben wollte. Josefs letzten Weinrausch vor vielen Jahren in Nazareth, damals nach ihrer Verlobung, hatte sie noch in unangenehmer Erinnerung. Die Maria witterte etwas Schlimmes und hatte Angst. Josef setzte sich an den Tisch. Maria deckte wortlos das Essen vor ihm auf. Josef schlug die volle, noch dampfenden Schüssel mit einem Topf vom Tisch zu Boden. Und schrie Maria vorwurfsvoll auf. Nicht das Essen, Maria, sondern meinen Nachkommen gib mir. Maria erblasste. Heiße Tränen stiegen in ihr auf. Oh, das tat weh. Seit der Geburt des kleinen Josua ging dieser Josefs Wunsch nicht in Erfüllung. Maria konnte ihr Versprechen nicht einlösen und hoffte, dass sich das Problem irgendwie von selbst legen würde. Sie war zwar etwas beruhigt, weil sich Josef seit langem nicht mehr deswegen beklagte. Doch jetzt wusste sie, dass dieser Wunsch nach seinem ersehnten eigenen Kind in ihm nach wie vor loderte und nun zu seinem verzweifelten Ausbruch kam. Alles liegt in den Händen Gottes, Josef. Wir haben ja den Josua. Er ist doch dein Sohn. Nein, das ist er nicht, und du weißt es. Josua ist doch nicht mein Sohn und ich bin nicht sein Vater, schrie Josef die Maria an. Ich wünsche nie von dir meinen Sohn, verstehst du? Der kleine Josua schaute fassungslos seinen Vater an. Was tat er? Was sagte er denn? Dann sprang er auf und schmiegte sich an Josefs behaarte Brust. Warti, warti, ich bin doch dein Sohn. Ich bin hier. Bei dir. Komm bitte zu dir. Ich bin doch da. Josua hing sich verwirrt an seinen Vater. Mit aller Kraft seines Leibes kletterte er an Josefs Schulter und versuchte ihn zu küssen. Der angetrunkene Josef stieß Josua zurück und jammerte weinend. Geh jetzt weg. Geh. Ich mag dich, Josua, aber du bist nicht mein Blut. Ich möchte einen Sohn meines Blutes haben. Mein Kind. Josef, schrie Maria den Josef streng auf. Josef, beherrsche dich. Sprich nicht so vor dem Jungen. Schweige. Erhob sich Josef drohend hinter dem Tisch. Er verlor seine Kontrolle über sich. Du hast mir meine Kinder versprochen. Und wo sind sie? Wo? Zeig mir nur eins. Der kleine Josua nahm nichts mehr wahr. Er war enttäuscht. Für seinen lieben Vater wurde er plötzlich fremd und unerwünscht. Konnte es sein, dass Josef die Wahrheit sagte? Dass er, Josua, nicht sein Sohn war? Der Junge fühlte sich zutiefst betroffen. Mit heftigem Weinkrampf wankte er aus dem Haus hinaus. In vertrauten Feldern hinter dem Haus, wo er immer so gerne weilte, und wo hohe Dattelpalmen im Küstenwind rauschten, warf er sich auf den weichen und schmiegsamen Boden. In seinen Ohren klang ihm immer wieder das entsetzliche Jammern seines Vaters. Das ist nicht mein Sohn. Ich möchte auch mein Kind haben. Wessen Kind bin ich denn? Überlegte gekränkter Joshua in seiner traurigen Einsamkeit. Ich bin der Sohn meiner lieben Mutter. Das ist klar. Sie hat mich gern, und sie verteidigt mich. Sie hätte mich nie so weggeschoben, wie es der Josef tat. Aber wer ist denn eigentlich mein Vater? Jeder Knabe muss doch auch einen Vater haben. Leiderfüllt blieb Josua bis zu dem späten Abend alleine.
Er versteckte sich zwischen den Sträuchern und zeigte sich nicht mal der nach ihm rufenden Maria und dem besorgten, ernüchterten Josef, die ihn zur Rückkehr ermahnten. Ich werde zu Antais gehen, beschloss Josua, kaum dass seine Tränen etwas getrocknet waren. Er lief zu seinem Haus. Wie schade. Das Haus Antais war leer. Der Arzt war gerade zu seinen Kranken unterwegs. Deshalb flüchtete Josua zu einem anderen Mann, der sein Vertrauen hatte, zum Josef aus Arimathea. In den langen Tagen ihres Zusammenlebens und der Fürsorge Josuas war eine tiefe Freundschaft zwischen dem reifen Mann und dem aufgeschlossenen Kind entstanden. Josef aus Arimathea war in diesem Augenblick der Einzige, dem Josua sein Herz ausschütten konnte. Josef aus Arimathea packte gerade den Rest seiner Habe für die Abreise aus dem Land, das ihm beinahe zum Verhängnis geworden war. Während er seine Truhe schloss, hörte er der stotternd den Erzählungen Josuas zu, die bisweilen von immer neuen, heftigen Weinkrämpfen unterbrochen wurde. Schließlich schloss Josef aus Arimathea den weinenden Jungen in seine Arme ein. Nun geh ruhig nach Hause, mein lieber Josua. Kein Brei wird so heiß gegessen, wie er gekocht wurde. Merke dir, dass Kränkungen, die von betrunkenen oder wütenden Menschen kommen, nicht wert sind, sich sie zu Herzen zu nehmen. So ein Mensch mag manchmal recht haben. In jeder Rede ist immer ein Fünkchen Wahrheit. Jedoch viel wichtiger ist, wie sich ein Mensch zu dir verhält, wenn er ganz nüchtern und Herr über seine Sinne ist. Weil er so am häufigsten anzutreffen ist. Wie oft denken wir uns nichts Gutes von jemandem, der anderer Meinung ist, als wir selbst. Doch warum sollten wir es ihm sagen, wenn es sich vielleicht nur um eine Frage handelt, wo jeder ohnehin auf seiner Meinung beharren will? Die Höflichkeitsregeln sind nicht so sinnlos, wie man oft denkt. Sie ermöglichen uns trotz unterschiedlicher Veranlagungen gut miteinander auszukommen. Die Höflichkeit kann unsere Feindschaften oder unbegründete Antipathien dämpfen. Josua bemühte sich, den Zweck dieses Vortrages zu erraten. Josef aus Arimathea setzte fort. Das, was man im Zorn oder angetrunken ausspricht, mag die wahre Meinung sein. Diese Meinung kann dich verletzen oder beleidigen. Aber diese Meinung entwich ihm unkontrolliert. Es handelt sich vielleicht um eine Meinung, die er noch nicht selbst klar durchdacht hat. Die er nicht nüchtern sagen würde. Die er nicht vertreten wollte. Für die er sich vielleicht später schämen wird. Oder die er noch ändern wird. Deshalb solltest du Josua solche Sprüche von Angetrunkenen, sei es jetzt dein Vater, mit einem Ohr anhören und mit dem anderen Ohr freilassen. Wenn du willst, pick dir die Wahrheitsfünkchen heraus, um davon zu lernen. Doch bleibe ruhig. Verschärfe den Konflikt nicht. Merke dir, dass nur ein böses Wort bei völliger Ruhe und Nüchternheit zu einer Waffe wird, die für einen Angriff wohlbedacht gewählt wurde. Erst dann musst du überlegt antworten. Aber nicht früher. Josef aus Arimathea hob den Kopf Josuas hoch und drehte sein Gesicht zu sich. Josef, der Gemahl deiner Mutter ist ein edler Mensch. Glaube mir. Ich kenne ihn inzwischen gut. Er ernährt dich. Er kleidet dich. Er erzieht dich. Und das alles tut er, obwohl er offensichtlich davon überzeugt ist, dass er das gar nicht machen muss, weil du nicht sein Sohn bist. Vielleicht hat er recht. Ich weiß es nicht, und du weißt es auch nicht. Vielleicht bist du nicht sein Sohn. Aber er tut es trotzdem, obwohl er meint, dass du nicht sein Sohn bist. Gerade deshalb verdient er deine Bewunderung und Liebe, Josua. Weil du bis jetzt nicht gespürt hast, dass Josef nicht dein Vater war, hat er bewiesen, dass er zu deinem Vater in Wirklichkeit geworden ist. Doch zerbrich dir damit nicht vorzeitig deinen Kopf, mein Freund. Das alles begreifst du später, nachdem du größer geworden bist. Der Händler stand auf und sagte: Morgen früh reise ich ab. Ich will nicht länger mein Schicksal in diesem verrückten Land versuchen. Ich kehre heim. Nach Judäa. Josef aus Arimathea schrieb etwas auf eine Tonscheibe. Die gab er dann Josua. Hier steht der Name des Ortes, wo mein Haus steht. Vielleicht wird uns das Schicksal wieder zusammenführen, mein Liebster.
Er drückte Josua kräftig an sich und gab ihm einen mächtigen Kuss. Ich vergesse nie, was du für mich getan hast, Josua. Mein Leben lang bleibe ich in deiner Schuld. Mein Haus und mein Geldbeutel sind für dich immer offen. Na, geh jetzt. Der Abschied von Josef aus Arimathea versetzte dem Josua einen weiteren Schlag. Er kehrte wieder zu seinem Versteck zurück und wartete ab, bis der Mann, mit dem seine Mutter verheiratet war, endlich einschlief. Dann kroch er lautlos in die Wohnstube. Leise, um den schlafenden Josef nicht zu wecken, schmiegte er sich an seine wartende Mutter. Erst in ihrer warmen Umarmung fühlte er sich wieder geborgen. Maria streichelte erleichtert das Haar ihres Sohnes und deckte ihn mit ihrer eigenen Decke zu. An ihren Wangen spürte sie seine vom Weinen noch aufgedunsenen feuchten Backen, die sich an sie drückten, und sie fühlte sich zutiefst unglücklich. Wie würde das alles enden? In den nächsten Tagen blieb Maria nichts anderes übrig, als das strengste Verbot Josefs zu brechen. Sie beschloss, ihrem Söhnchen mit seiner verletzten Seele, ihre Geschichte doch zu verraten, um ihn zu heilen. Sie erbat sich von Josua den Schwur der größten Geheimhaltung. Maria erzählte dem Josua von der wundersamen Empfängnis im Hause des Priesters Zacharias, bis zu ihrer Flucht nach Ägypten. Dem wissbegierigen Jungen öffneten sich damit ganz neue Tatsachen und neue Perspektiven. Sie überstiegen sein Fassungsvermögen. Er fragte Maria immer wieder aus, wie es damals geschehen war, bis er es schließlich verstand. Und weil die überraschenden Tatsachen von seiner lieben, vertrauenswürdigen Mutter kamen, glaubte er ihr absolut alles. Was für eine Geschichte! Faszinierend! Jetzt wurde dem Josua plötzlich vieles klar. Und er, Josua, er stand im Mittelpunkt der ganzen wundersamen Geschichte. Er war die Hauptperson. War er, ein Auserwählter? Wozu? Viele Fragen waren ihm neu entstanden. Viele Fragen, die ihm Maria selbst nicht beantworten konnte. Wer konnte es tun? Sein Vetter? Josua wurde neugierig auf den Johannes, den Sohn der Elisabeth. Er wünschte sich, den außergewöhnlichen Altersgenossen persönlich kennenzulernen. Josua fühlte sich wie in einem Traum. Aus seiner Bedeutungslosigkeit wurde er auf eine unglaubliche Weise befreit. Er stieg zu den wichtigsten Menschen der Welt auf. Bis in die Nähe Gottes? Josua war Angst und Bänge, die Konsequenzen dessen, was er gerade erfuhr, bis in das letzte Detail durchzudenken. Seitdem quälte sich Josua für die verletzenden Worte Josefs nicht mehr. Doch er hörte auf, den Josef als Vater zu bezeichnen. Er redete ihn jetzt sachlich, nur mit seinem Namen an. Dem feinfühligen Josef tat die Wende in ihren Beziehungen leid. Er ärgerte sich über sich selbst. Das hatte er sich selbst zu verdanken. Wie überflüssig waren seine Worte. Sie konnten doch nichts ändern, nur kaputt machen. So lange hatte er in sich seinen Schmerz unterdrückt, und jetzt? Jetzt hatte er auch dem Josua, seinem Sohn, wehgetan. Josef plagte sich für sein Versagen und hoffte durch erhöhte Zuwendung die verloren gegangenen Gefühle seines Sohnes wieder zu erlangen. An dem Sohn Marias, Josua, hing er längst wie an seinem eigenen Kind. Trotzdem merkte Josef, dass seine unüberlegten Worte einen bleibenden Schatten auf Josuas Beziehungen zu ihm warfen. Josua hielt sein Versprechen ein, das seine Mutter von ihm in der Nacht verlangt hatte, und behielt das Geheimnis nur für sich selbst. Maria hoffte, dass Josua es mit der Zeit vergessen würde. Was sollte er damit? Er sollte es vergessen, bevor er verspottet würde, wie es ihr selbst in Nazareth ergangen war. Aber wer würde sich hier, in Ägypten, für so etwas interessieren? Bevor Josua erwachsen sein würde, würde sicher Gras über die Geschichte gewachsen sein. Hätte Maria in dieser Nacht geschwiegen, hätte tatsächlich alles vergessen werden können. Der weise, sensible Josef hätte die Geschichte der Herkunft Josuas nie angesprochen, und somit hätte alles stillschweigend erledigt werden können. Doch im Augenblick ihrer schweren Entscheidungsnot fand Maria keine Kraft in sich, mit ihrer Geschichte Schluss zu machen. Durch ihre Schuldgefühle wurde sie von ihrer Geschichte überrannt. Sie wurde von ihr gefangen genommen.
Die Idee war zwar von Maria erdacht und in die Welt gerufen, doch mit der Zeit fühlte sich Maria, als ob sich ihre Idee verselbstständigte und ihr eigenes Leben lebte. Als ob das alles tatsächlich so geschehen war, wie sie es damals erdachte. Maria wollte nichts weiter, als nur an den unmittelbaren Nutzen ihrer Geschichte zu denken. Sie wollte immer nur die augenblickliche Gefahr damit bannen. Und dafür war ihre Geschichte gut. Doch Maria unterschätzte ihren Sohn Josua sehr. Sein heranwachsendes Selbstbewusstsein begann in dieser seiner Identitätskrise einen tieferen Sinn zu suchen. Er meditierte fieberhaft, warum gerade Johannes und er, Josua, auf diese Weise auf die Welt gekommen waren und welche Aufgaben für sie bestimmt waren. Seine noch kindliche Aufrichtigkeit, die Empörung, mit der seine Seele auf die pragmatischen Widersprüche der Erwachsenenwelt reagierte, zeigten ihm deutlich, wie verdorben diese Welt war. Verdorben gegenüber seiner Vorstellung über das, wie eine ideale Welt geschaffen sein sollte. Die jüdische Religion hörte auf, für Josua nur eine unpersönliche Sammlung fremder, geschichtsträchtiger, sittenpredigender und mehr oder weniger abenteuerlicher Erzählungen zu sein. Nein. Josua begann sich mit der Religion persönlich zu identifizieren. Die Religion gehörte ab nun unzertrennlich zu seiner eigenen Stammesgeschichte. Nicht die Herkunft seiner Mutter oder des Josef war für ihn jetzt von Bedeutung. Nur das Tun und die Gebote, die von Gott stammten. Schließlich war der himmlische Vater sein eigener Vater. Deshalb saugte Josua das Gesetz buchstäblich auf, da er in ihm die ersehnten Antworten auf all seine brenzligen Lebensfragen fand. In unzähligen, schlaflosen Nächten betete und sprach er zu dem weit entfernten und mächtigen Gott, mit einem sonderlichen Gefühl der nur ihm erlaubten Vertraulichkeit. Denn Jahwe betrachtete Josua nicht mehr mit Furcht, sondern mit Liebe. Der Allmächtige war in seinen Augen nicht mehr der drohende, strafende und rachsüchtige, unberechenbare Gott, wie er den meisten Gläubigen erschienen war. Der gutherzige Junge projizierte in Gott, in diesen seinen leiblich-geistigen Vater, all seine idealen Vorstellungen, die ein so mächtiger, aber kluger, gutmütiger und gerechter Vater besitzen sollte. Der Begriff Gott begann durch Josua einen erheblichen Wandel zu vollziehen. Josua begann ihn zu verstehen und zu lieben. Gott wurde immer mehr für Josua zu einem verlässlichen, toleranten und immer anwesenden, nahen Verbündeten, zu seinem Vater. Gott hatte Josef aus Josuas Herz verdrängt. Josua wendete sich nicht zum Josef, sondern zu Gott, mit seinen inständig drängenden und freimütigen Gefühlsergüssen seiner Seele. Gott wurde zum Inhalt der vielen Tagträume Josuas und zu seiner ständigen Inspiration. Der kleine Junge vertraute ihm all seine kindlichen Sorgen und Probleme an und bat ihn um all das, was sich auch andere Kinder von ihren Vätern wünschten. Mein himmlisches Väterchen, gib, dass Josef wieder einen guten Auftrag bekommt, damit wir was zum Leben haben. Bitte, gib mir ein Brüderchen, damit der Josef meiner Mutter nicht mehr so böse ist. Ich verspreche dir dafür, dass ich fleißig alle deine Gebote lernen werde und dass ich meiner Mutter mit Wasser tragen helfe und die ganze Woche brav sein werde. Falls es dir deine Zeit erlaubt, Väterchen, schicke mir bitte auch ein solch schönes Holzpferd, wie es der Seemut, der Sohn des Töpfers aus der Nebenstraße hat. Du kennst ihn sicher. Dafür verspreche ich dir, dass ich mir täglich meinen Hals und die Ohren ordentlich waschen werde und dass ich das nicht nur vortäuschen werde. Mit zunehmendem Alter vertieften sich die religiösen Kenntnisse Josuas. Manche Israeliten staunten nicht schlecht über sein nicht alltägliches Interesse für spezielle und komplizierte Religionsfragen, was für einen Burschen seines Alters ungewöhnlich war. Bisweilen passierte es sogar, dass der kleine, nun 12-jährige Knabe, den einen oder anderen Text viel genauer zu zitieren vermochte, als jeder Schriftgelehrte der Gemeinde. Auch seine Bitten an seinen himmlischen Vater wurden ernsthafter und reifer. Er pflegte ihn in schwierigen Fragen um Beratung zu ersuchen. So entstand seine Meditationstechnik, mit deren Hilfe er seine eigene Inspiration und seinen Einfallsreichtum kräftigte.
Josua glaubte auf diese Weise die Stimme seines göttlichen Vaters in sich zu hören. Josua war fleißig, gescheit und motiviert. Deshalb lernte er schnell. Bald beherrschte er nicht nur die eigene, sondern weitgehend auch die ägyptische Sprache. Von seinen ägyptischen Freunden, die die Schreibschule beim Tempel des Gottes Amun besuchten, lernte er die schwierigen hieroglyphischen und demotischen Texte zu lesen. Von Antais erfuhr Josua zu seiner Überraschung, dass es in Ägypten früher Zeiten gegeben hatte, in denen nicht mehrere, sondern nur ein einziger Gott verehrt worden war. Pharao Echnaton war der Erleuchtete. Er erkannte, dass es nur einen einzigen Gott geben musste, und deshalb hatte er Ungeheures gemacht. Er hatte die mächtigen Amun-Priester verdammt und die traditionsreiche, bisherige, wohlhabende Hauptstadt Karnak, griechisch Theben, aufgegeben. Stattdessen ließ er weit südlich am Nil eine neue Hauptstadt, Heliopolis, gewidmet ausschließlich dem einen einzigen Gott, erbauen. Echnaton hatte sich nur ein wenig geirrt, indem er die Sonne für den allmächtigen Gott hielt. Der gelehrte Antais offenbarte Josua noch andere geistige Schätze des geheimnisvollen alten Ägyptens. Er weihte ihn in die Geheimlehre des Meisters aller Meister, des dreimal Großen, des Schriftgelehrten der Götter, in die Lehre des Hermes Trismegistos ein. Dieser frühere Priester und Eingeweihte Ägyptens, schrieb die Quintessenz aller Weisheiten in 15 Thesen auf eine Tafel aus grünem orientalischem Korund nieder, ein absichtlich undurchsichtig gehaltener Text, der nur dem Eingeweihten verständlich war und ist. Wahr ist es ohne Lügen, gewiss, und aufs Allerwahrhaftigste. Dasjenige, welches unten ist, ist gleich demjenigen, welches oben ist, und dasjenige, welches oben ist, ist gleich demjenigen, welches unten ist, um zu vollbringen die Wunderwerke eines einzigen Dinges. Und gleich wie von dem einigen Gott erschaffen sind alle Dinge, in der Ausdenkung eines einigen Dinges. Also sind von diesem einigen Dinge geboren alle Dinge, in der Nachahmung. Dieses Dinges Vater ist die Sonne, dieses Dinges Mutter ist der Mond. Der Wind hat es in seinem Bauche getragen. Dieses Dinges Säugame ist die Erde. All hier bei diesem einigen Dinge ist der Vater aller Vollkommenheit der ganzen Welt. Desselben Dinges Kraft ist ganz beisammen, wenn es in Erde verkehret worden. Die Erde musst du scheiden vom Feuer, das Subtile vom Dicken, lieblicherweise, mit einem großen Verstand. Es steiget von den Erden gen Himmel, und wiederum herunter zu Erden. Und empfanget die Kraft der oberen und der unteren Dinge. Also wirst du haben die Herrlichkeit der ganzen Welt. Derohalben wird von dir weichen aller Unverstand. Dieses einige Ding ist von aller Stärke die stärkste Stärke. Weil es alle Subtilitäten überwinden und alle Festigkeiten durchdringen wird. Auf diese Weise ist die Welt erschaffen. Daher werden wunderliche Nachahmungen sein. Die Art und Weise derselben ist hierin beschrieben. Und also bin ich genannt Hermes Trismegistus, den ich besitze die drei Teile der Weisheit der ganzen Welt. Was ich gesagt habe von dem Werk der Sonnen, daran fehlet nichts, es ist ganz vollkommen. Antais war ein Mystiker. Er erklärte dem Josua die sieben hermetischen Prinzipien. Das Prinzip der Geistigkeit, der Entsprechung, der Schwingung, der Polarität, des Rhythmus, das Prinzip von Ursache und Wirkung, und das des Geschlechts. Josua war noch zu jung, um vom Antais alles zu verstehen. Es blieb ihm davon vor allem nur eins in Erinnerung. Während alles im All ist, ist gleichermaßen wahr, dass das All in allem ist. Was in der ägyptischen Mystik bedeutet, jeder Mensch ist ein Teil Gottes. Ein weiteres Jahr war vergangen. Habt ihr schon die große Neuigkeit gehört? Wurde zwischen den israelitischen Aussiedlern verbreitet.
Neue Zeit steht uns bevor. König Herodes ist tot. Wir kehren nach Hause zurück. Entschied Josef zur Freude Marias, die genauso wie er unter Heimweh litt. Die letzten Jahre des Herodes näherten sich für alle sichtbar ihrem Ende. Der König wurde zunehmend von Halluzinationen verfolgt. Er litt an Wassersucht, Greisenbrand, unerträglichem Juckreiz, schweren Gliederkrämpfen, Darmgeschwüren, Durchfällen, Fieber und Schlaflosigkeit. Noch 5 Tage vor seinem Tod ließ der argwöhnische König seinen liebsten Sohn und Nachfolger, den Kronprinz Antipater, hinrichten. Wahrscheinlich entschied er es diesmal rechtens und die gefolterten Sklavinnen doch die Wahrheit sagten, als sie behaupteten, dass Antipater einen Anschlag auf Herodes Leben plante. Aber was sollte man dem unglücklichen Antipater vorwerfen? War er ein Verbrecher? Nur so konnte der gewissenhafte Nachfolger sein Volk vor Grausamkeiten eines geisteskranken Greises retten. Sein Vater wurde inzwischen zum Ungeheuer, der immer noch krampfhaft selbst am Regieren hing, indem er die anderen mordete. Als Herodes schon am 4. Tag nach der Hinrichtung seines Sohnes auch selbst sein eigenes, baldiges Verscheiden, unmissverständlich verspürte, befürchtete er richtig, dass sein Tod das Volk nicht in Trauer, sondern in Jubel versetzen würde. Das wollte er nicht zulassen. Na wartet, ihr Undankbaren! Ich werde für euch schon für einen Grund der Trauer sorgen. Beschloss er noch im Sterben so teuflisch, wie er lebte. Auf seinen Befehl mussten sich die angesehensten und beliebtesten Juden aus allen Teilen des Landes im Hippodrom von Jericho versammeln. Dort wurden sie zu ihrer Überraschung plötzlich von bewaffneten Soldaten bedrängt und eingesperrt. Keiner durfte das Hippodrom verlassen oder nur eine Nachricht nach Hause übermitteln. Ohne Wasser und Essen, ohne Zudeckung oder einer Liege für die Nacht, mussten sie unter freiem Himmel in Angst ausharren. Sobald Herodes sterben werde, erfuhren sie von den Wachen den letzten Befehl des Königs. Werdet auch ihr alle umgebracht. Als Herodes am nächsten Tag endlich verstarb, entschied seine Schwester Salome anders. Sie schenkte ihnen das Leben und ließ alle frei. Nicht aus einer besonderen Milde ihres Herzens. Nein. Aus Kalkül. Denn auch sie hatte viele Gründe, den Zorn des aufgebrachten Volkes zu fürchten, und so hoffte sie durch diese ihre Tat den Hass der Juden gegen sich wenigstens etwas abzumildern. Weil Herodes Tod sein Reich ohne Nachfolger hinterließ, hat der römische Kaiser Augustus großzügig und gnädig das Testament seines treuen Verbündeten berücksichtigt. Er entschied, das Königtum so zu verteilen. Vier Fürst Archelaus, Sohn des Herodes, und seiner 4. Frau Maltarke, würde Judäa, Samaria und Idumäa bekommen, jedoch nicht als König, sondern lediglich als Ätnarch. Herodes Philippus, Sohn des Herodes und seiner 5. Frau Kleopatra, würde die Herrschaft in den Ländern Batanea und Trachonitis erhalten. Ein anderer Sohn des Herodes und Maltarke, mit dem Namen Herodes Antipas, würde zum Herrn über Galiläa und Perea bestimmt. Während Josef und Maria mit großer Freude ihre Vorbereitungen für die Rückkehr trafen, war der 12-jährige Josua traurig. Seine Heimat war bisher nur Ägypten. Hier gewann er Freunde und seine ersten prägenden Erlebnisse, die ihm jetzt für immer fehlen würden. Hier hatte er den alten Antheis, seinen Lehrer von Wahrheit und Gerechtigkeit. In Ägypten war alles, was Josua lieb geworden war. Die Rückkehr nach Nazareth bedeutete für Josua den Verlust von all dessen, an dem er hing. Deshalb wurde er zunehmend unruhig und trübselig, als sich der Tag der Abreise näherte. Unmittelbar vor der Abfahrt nutzte Josua die Zeit des Abschiedes von seinen jüdischen Freunden, um auch den Antheis nochmal zu besuchen. Josua musste sein bedrücktes Herz erleichtern. Der weise Arzt setzte sich mit dem schluchzenden Jungen an den Tisch, an dem sie zusammen so viel Zeit verbrachten. Auch Antheis stiegen Tränen des Abschiedes hoch. Er wischte sich mit dem Finger seine nass gewordenen Augenwinkel. Ich wünsche dir, Josua, dass du heil nach Hause kommst, sagte Antheis bedrückt. Antheis, ich möchte nicht weg. Ich will hier bleiben. Hier fühle ich mich wohl.
Warum muss ich in die nie gesehene Fremde gehen, von der man mir erzählt, dass dort meine Heimat ist? Meine Heimat ist doch hier, wo ich es kenne. Bei dir. Das Leben ist schwer, Josua. Doch, glaube mir, auch für dich ist deine Rückkehr notwendig. Du bist ein kluger und begabter Junge, doch hier hast du einen unüberwindbaren Fehler. Du bist Josua, du bist kein Ägypter. Du bist ein Jude. Deine Begabung wird hier nur halbwegs anerkannt. Hier bleibst du bis an das Ende deiner Tage nur ein mehr oder weniger geduldeter Ausländer. Erst in deinem Palästina wirst du zu einem vollberechtigten Menschen und Bürger werden. Nutze es. Deine Eltern wissen, warum sie es tun. Antheis schneuzte. Du wirst mir auch fehlen, Josua. Bis jetzt habe ich dir nichts über meine Familie erzählt. Du bist jetzt im Alter meines Sohnes, als er damals starb. Auch meine Frau starb kurz danach. Die Pest war schuld daran. Es gibt viel Pest in der Welt. Sie macht keinen Halt, weder vor Königen, noch vor den Angehörigen der ärztlichen Familien. Es ist schon lange Zeit vergangen, seitdem ich Witwe geworden bin. Ich holte uns die Ansteckung damals von Menschen, die ich behandelte. Nur ich überlebte. Ich war ein gebrochener Mensch, bis ich verstanden habe, dass der Tod nur eine andere Form unseres Daseins ist. Und bis mir deine Anwesenheit und deine Freude meine Lebenstage aufhellte. Mein Sohn wäre jetzt schon erwachsen. Älter als du. Doch ich sehe ihn immer so, wie er damals war. Du wirst mir fehlen, Josua. Wiederholte Antheis. Ich liebe dich sehr, Josua. Aber eine Liebe darf nie egoistisch sein. Und da ich weiß, dass es für dich besser ist, in die Heimat deiner Vorfahren zurückzukehren, wünsche ich dir deine Abreise, obwohl sie uns beiden nur Schmerz bereitet. Vergiss nicht, mein Junge, was du bei mir gelernt hast. Du kannst nicht wenig. Einige menschliche Krankheiten kannst du schon heilen, oder wenigstens lindern. Die übrigen überlasse lieber den geschulten Ärzten, obwohl, und das sage ich dir gleich, obwohl die jüdischen Ärzte in ihrer Kunst weit hinter den unseren stehen. Das sage ich dir nicht, weil ich mich groß tun will, sondern weil es die Wahrheit ist. Antheis stand auf und ging zu seiner Truhe. Lange überlegte er über einem Häufchen von Papyrusrollen. Er rollte die eine oder andere auf und wieder zu. Schließlich wurde er fündig. Er nahm einen Papyrus und steckte ihn vorsichtig in eine kupferne Hülle. Die gab er dem Josua. Hier, nimm von mir das erlesenste Geschenk, das ich dir noch geben kann. In diesem Papyrus findest du verständlich viele wertvolle Anweisungen, die dir helfen sollen, dein Gedächtnis aufzufrischen, falls du es mal brauchen wirst. Und hoffentlich erinnerst du dich dabei an mich, an den alten Ägypter Antheis, der dir in deinem Leben nur das Beste wünscht. Und jetzt geh. Mögen dich all meine Götter immer gut schützen. Ein Abschiedskuss trennte Josua und Antheis für immer voneinander. Josua, der ohne Schluchzen die letzte Zeit fast nicht mehr auskam, kehrte nach Hause zurück. Dort fand er schon alles zur Abreise vorbereitet. Als er kurz darauf mit seinen glücklichen Eltern die vertraute Gemeinde Richtung Wüste verließ, empfand er einen solchen Schmerz, als ob man sein Herz in Stücke risse. Hätte Josua dessen heftige Schläge in seiner Brust nicht gespürt, wäre er überzeugt gewesen, dass er sein ganzes Herz bei seinem guten Freund, dem Menschenliebhaber Antheis, vergessen hätte. Kapitel 17. Wieder in der Heimat. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Matthäus, Kapitel 2, Vers 21. Die Heimkehr. Die ersten Verbündeten. Johannes. Im Tempel. Josef war glücklich, obwohl er all sein Inventar unter Preis verkaufen musste. Es waren ja in diesen Tagen viele, die zurückreisen wollten, die ihr Gut und Hab billig anboten.
Mit dem gewonnenen Geld war ihre Rückreise wesentlich bequemer und sicherer. Schon deshalb, weil die Gefahr der Verfolgung mit der Zeit und mit dem Tode des Herodes ein für alle Mal vorbei war. Ganz Israel stand ihnen jetzt offen. Auf ihren gemeinsamen Wunsch kehrte aber Josef mit Maria doch noch nach Nazareth zurück. Josef deswegen, weil dort sein ererbtes Haus stand, und Maria, weil sie ständig Sehnsucht nach ihren Eltern hatte. Sie fürchtete die Auswirkung der Zeit, die zu einem freundlich und gnadenvoll und zu anderen feindlich und gnadenlos sein kann. Deshalb drängte sie in Ägypten den Josef, ihre gesicherte Existenz dort baldmöglichst aufzugeben und an den lieben Ort ihrer Erinnerungen zurückzukehren. Was würde sie jetzt in der Heimat erwarten? Josef fürchtete nicht die Verfolgung aus Jerusalem. Er hatte nur eine gewisse Angst, wie sie von den argwöhnischen nazaretschen Einwohnern nun nach so langer Zeit aufgenommen würden. Zu seiner angenehmen Überraschung beschäftigten die arbeitsamen Mitbürger wieder ihre Sorgen um das tägliche Brot mehr, als die Grübeleien über das befleckte oder unbefleckte Empfängnis einer ihrer Nachbarinnen vor vielen, vielen Jahren. In den etwa 12 Jahren geriet das damalige Aufsehen um Josefs Familie in Vergessenheit. Ihre Rückkehr wurde nur zur Kenntnis genommen, eher mit Verwunderung, dass es sie noch gab, als mit neuem Hass. Ein oder zwei ältere Nachbarn sahen sich zwar den Josua etwas genauer an und stellten dem Josef verschiedene neugierige Fragen, ob er noch an den damaligen Unsinn über die Herkunft Josuas glaube oder nicht. Doch Josef winkte mit der Hand und antwortete: Ihr seht doch selbst. Er ist ein ganz normaler, braver Junge. Josefs Haus wurde von Joachim und seiner Frau die ganze Zeit ordentlich gehalten. Die Schwiegereltern lebten nur von der Hoffnung, ihre Tochter und ihr Enkelkind noch einmal, bevor sie ihre Augen schlossen, zu sehen. Die überraschende Rückkehr der Familie Josefs erfüllte sie deshalb mit großer Freude. Joachim war mit den Jahren etwas gebeugt geworden und ergraut. Es plagten ihn inzwischen ständige Knieschmerzen. Das Gesicht Annas wurde mit unzähligen Falten der Sehnsucht nach Maria gezeichnet, nur ihren runden Leib hatte sie nach wie vor behalten. Aber auch Josef wirkte in Nazareth gealtert und müde. Nur Maria kam gerade in ihre schönen, reifen Jahre. Maria, glücklich, dass sie ihre Eltern noch lebend antraf, stürzte in ihre Arme, und alle weinten vor Freude über das Wiedersehen. Das Leben der Familie Josuas fing von neuem an. Im Nazareth gefiel es Josua nicht. Die begeisterte Begrüßung des alten Mannes und der alten Frau, von denen ihm seine Mutter Maria sagte, dass es seine Großeltern seien, ertrug Josua mit einem gewissen Abstand. Bisher waren es für ihn ganz fremde Menschen, und ihre ewigen Umarmungen und feuchten Küsse waren ihm unangenehm. Auch an das angeblich so wunderschöne bergige Nazareth, mit dem rauen Wind, konnte er sich nicht gewöhnen. Josua sehnte sich nach den warmen flachen Weiten des gelbgrünen Ägyptenlandes, nach dem ohrenbetäubenden Rauschen des unendlichen blauen Meeres, nach der spannenden Muschelsuche und nach dem lustigen Planschen mit seinen Freunden in warmen runden Wellen. Während im Ausland Juden vorbildliche Gemeinden bildeten und sich gegenseitig gegenüber den ihnen oft nicht wohlgestimmten Einheimischen uneigennützig immer schützten, so verhielten sie sich in ihrer Heimat zueinander ganz anders, egoistisch und feindselig. Die Familie Josefs gehörte zu der Schicht ärmerer Handwerker, und so konnte Josua bald spüren, wo die Grenzen zu den reicheren Kasten lagen. Ebenso wenig fand Josua einen Trost bei seinen Altersgenossen. Die miteinander aufgewachsenen nazaretschen Jungen hatten ihn in ihre Kreise nicht aufgenommen. Er war ein Fremder für sie, und sie lachten ihn wegen seines komischen Akzents aus. Josua wurde eigentlich überall zum Ausländer. In Ägypten deshalb, weil er ein Jude war, und in Israel deshalb, weil er in Ägypten aufgewachsen war. Josua versuchte die Freundschaft seiner Kameraden dadurch zu gewinnen, dass er ihnen über seine Beziehungen mit Antais erzählte, nachdem er ständige Sehnsucht hatte. Doch die Jungs glaubten ihm nicht. Was hätte er davon?
So ein angesehener ägyptischer Arzt würde sich mit einem halbwüchsigen armen Judensohn sicher nicht einlassen. Josa versuchte also ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er ihnen seine Kenntnisse der geheimnisvollen ägyptischen Hieroglyphen zeigte. Aber gerade das entfremdete ihn und die Knaben noch mehr. Die ungebildeten Dorfbewohner waren eifersüchtig auf den fähigen Eindringling, und deshalb hassten sie ihn umso mehr. Der Ausländer. Der Ägypter. Sprachen sie abschätzig über ihn. Josua versuchte deshalb ihre Gunst durch seine ausgezeichneten Kenntnisse der Tora zu gewinnen. Aber auch das half nicht. Lass das. Wir haben genug von dem langweiligen Unterricht in der Synagoge. Wer möchte sich in seiner Freizeit damit noch beschäftigen? Kommt lieber in die Berge, um zu spielen und um dort den Mädchen nachzujagen. Und so blieb Josua hoffnungslos ausgestoßen. Und allein. Josef lehrte ihn aus der Not sein Zimmermannshandwerk, damit er etwas beschäftigt wurde. Normalerweise kamen zwar erst mit 15 Jahren die Söhne in die Lehre im väterlichen Beruf, aber sollte Josua zu Hause nur traurig herumsitzen? Das war furchtbar. Josua übte seine Arbeit mit so offensichtlicher Unlust aus, dass der Josef alles andere, nur keine Zufriedenheit mit ihm spürte. Manchmal musste er sich zusammennehmen, um ihn nicht zu schlagen. Josef konnte Josuas Abscheu vor seinem Beruf nicht verstehen. Denn sein ehrbares Handwerk war ihm über alles auf der Welt wichtig. Nur Maria hatte Verständnis für ihren Sohn. Josua band sich an sie in diesen Tagen mehr als je zuvor. Zusammen lebten sie in einer Welt ihrer geheimen Fantasie inmitten der Geschichten des Gesetzes. Der einsame, von seinen Kameraden verstoßene und von seinem Vater Josef nicht verstandene Josua fing an, erneut von seinem verständnisvollen Vater im Himmel zu träumen. Wie hast du es erkannt, dass dich der Heilige Geist berührte? Hast du wirklich gar nichts gespürt? Versuchte Josua den verlockenden Schleier des mütterlichen Geheimnisses anzuheben. Wie hast du es also erkannt? Hast du ihn gesehen? Hat er zu dir etwas gesagt? Ich konnte ihn selbst nicht spüren, Josua. Antwortete die Mutter, die sich durch den kindlichen Sinn für Konkretheit manchmal in Bedrängnis fühlte. Ich hatte einen Traum. In dem Traum erschien mir ein Engel. Der teilte mir mit, was geschah. Es musste in der Nacht passiert sein, als ich schlief. Mit Sicherheit habe ich es erst selbst erkannt, nachdem ich dich unter meinem Herzen trug. Und warum hat der Heilige Geist gerade dich ausgewählt? Woher kannte er dich? Der Heilige Geist kennt jeden, mein Sohn. Wer weiß, was er damit bezwecken wollte? Versuchte Maria die Fragen ihres wissbegierigen Sohnes zu befriedigen. Doch ihre unbestimmten Antworten waren wie das Wasser auf die Mühle der Neugier Josuas und seines Vorstellungsvermögens. Das bedeutet, dass der Heilige Geist wollte, dass ich geboren wurde. Warum gerade ich? Das weiß ich nicht, mein Sohn. Schlaf schön. Und überlass es dem Schicksal. So pflegte Maria die für sie so unangenehmen Gespräche gewöhnlich zu beenden. Warum soll ich das Zimmermannszeug lernen, wenn ich ein Sohn des Heiligen Geistes bin? Das möchte ich gerne wissen. Murmelte ihr Sohn noch in die Decke, unzufrieden mit der Wende, die sein Lebenslauf nunmehr nahm. In den langen und langweiligen Tagen seines Alleinseins nahm Josua die Erinnerung an den alten Freund Antheis oft in seine Hand. Die kupferne Hülle mit dem kostbaren Papyrus wurde zu seinem Trost. Von Zeit zu Zeit vertiefte er sich erneut in diesen Text. Er fühlte sich dabei in seine glücklichen Jahre zurückversetzt. Maria war stolz auf ihren gut gewachsenen Sohn. Er wurde immer kräftiger und hübscher. Maria wurde zur unerschöpflichen Quelle unzähliger Geschichten alter Propheten. Sie freute sich, dass Josua seine bereits umfangreichen Kenntnisse des Gesetzes noch in der Synagoge bei jeder Gelegenheit zu vertiefen suchte. Sie war stolz darauf zu sehen, wie gierig ihr Josua alle diese Erzählungen aufnahm. In einer heimlichen Ecke ihres Herzens hoffte sie nämlich, wenn Josua weiterhin so fleißig bliebe, dass ihm vielleicht der Einfluss von Kaiphas und sein Zureden helfen würden, Josuas weitere Laufbahn als Schriftgelehrter zu bestreiten.
Das wäre eine angenehme Zukunft für Josua und eine gute Lösung für sie selbst. Maria war also zufrieden. Nicht so Josef. Der beobachtete die wachsende Unlust Josuas zu seinem Handwerk mit großer Beunruhigung. Er muss doch fähig sein, sich zu ernähren. Griff Josef einmal erbost Maria an. Höre endlich auf, ihn ständig zu schützen. Er ist nicht faul. Was ich ihm noch befehle, das macht er, aber sein ewiges Gesicht, das er dabei macht. Das kann mir die Stimmung des ganzen Tages verderben. Gönne ihm eine Abwechslung, Josef, schlug Maria vor. Lass ihn sich erholen, auf neue Gedanken kommen, endlich neue Freunde gewinnen. Er langweilt sich ja die ganzen Tage seit unserer Rückkehr so allein. Wundere dich dann nicht, dass er lustlos und antriebslos während der Arbeit bleibt. Josef seufzte und nickte. Gut. Du hast recht. Ich werde es versuchen. Ich schicke ihn zu meinem Bruder Elia. Ich war bei ihm selbst seit Jahren nicht. Mein Bruder lebt in einem Fischerdorf. Dort, am See, kommt unser Josua sicher auf andere Gedanken. Dort wird er zur Besinnung kommen. Der tatkräftige Josef packte Josuas Sachen, und gleich am nächsten Morgen verließen sie beide zu Fuß Nazareth. Josua war glücklich, das Dorf verlassen zu dürfen. Er konnte sich in Nazareth nicht einleben. Jetzt wird es anders sein. Endlich wieder das Wasser sehen. Viel Wasser. Josua freute sich schon auf das freie Leben eines Fischers unter dem endlosen Himmel, mit Fischgeruch und blauen, in der Sonne spielenden Wellen. Josua wurde nicht enttäuscht. Der See Genezareth war 5 bis 6 Stunden Fußmarsch lang und 4 Stunden breit. Schon aus der Weite glitzerte er freundlich, als ob er sie willkommen hieß. Seine dicht bewachsenen Ufer wurden von hohem grünem Schilf gesäumt, in dem viele Wasservögel ihre Zufluchten fanden. Ihr Schrei trug sich durch die warme, feuchte Luft, und verkündete die Botschaft einer ansteckenden Lebensfreude weit und breit. In der Ferne verloren sich die fast unendlichen glitzernden Gewässer in der Helligkeit der Luft. Der feuchte, fruchtbare Boden umsäumte die riesige Wasserfläche des Galiläischen Sees, wie man ihn auch nannte. Josua fühlte sich an seine glücklichen ägyptischen Tage erinnert. Unweit einer breiten Bucht, im Schatten der prächtigen Bäume mit dichten Büschen zu ihren Füßen, lag eine kleine Fischergemeinde. Dort waren überall farbige Fischernetze zum Trocknen und Reparieren malerisch ausgebreitet. Hier habe ich meine Kraft nach dem frühen Tode meiner Eltern wiedergefunden, Josua, sagte ihm Josef gerührt. Meine schönsten Erinnerungen hängen mit diesem Ort zusammen. Siehe da. Dort wachsen die schmackhaftesten Mandeln der ganzen Umgebung. Und da. Gleich neben der großen Palme. Da ist der Eingang in eine niedrige Höhle, die einmal unser Königreich war. Ach, wo sind nur die Zeiten? Seufzte Josef erneut. So kamen sie bis zu einem niedrigen Zaun aus Baumzweigen und Ästen. Auch dort hing ein blaues Fischernetz zum Trocknen. Ebenfalls an den Nachbarzäunen trockneten überall Netze. So viele Netze hatte Josua noch nie gesehen. Von dem Häuschen gelang zu ihnen ein Geruch nach frisch geräuchertem Fisch. Es war wieder etwas Neues. Etwas, das in der deprimierten Seele Josuas neues Interesse und Neugier weckte. Ah, Josef, mein Bruder! Das ist eine Überraschung! Ein etwa 60-jähriger Mann, der gerade aus der Türe herauskam, schlug in seine Hände. Das ist also dein Sohn? Der freundliche Mann streichelte Josua die Wangen. Seine Hand war angenehm trocken und warm. Na, tritt herein. Meine Frau kommt gleich. Sie ging mit Fischen zum Markt. Die letzte Zeit hatten wir einen sehr guten Fang. Der ungezwungene Onkel, den Josua noch nie vorher gesehen hatte, war ihm immer sympathischer. Gerade breitete er das Essen vor ihm auf dem Tisch aus. Josua bekam einen richtigen Hunger. Mit nie dagewesenem Appetit verspeiste er eine Schüssel mit wohlriechenden kleineren fettigen Fischen. Dann probierte er von einem anderen großen Fisch, eine Art Hecht. Schließlich leerte er eine Schüssel mit leckerem Fischaufstrich, den er sich auf das Brot schmierte. Josua aß, wobei ihm kleine Gräten manchmal im Hals hängen blieben.
Josef und sein Bruder beobachteten ihn mit Lächeln. Josa wird hier bald viele Kumpel haben, sagte Elia zu dem Josef. Er wird endlich seine Cousins kennenlernen. Es wohnen jetzt bei mir ja auch die Kinder von deinem Schwager Alpheus. In diesem Augenblick sind sie wahrscheinlich irgendwo am See. Wie kannst du sie alle ernähren, Elia? Hier, nimm das. Hier habe ich dir etwas Geld mitgebracht. Was fällt dir ein? Behalte dein Geld. Kümmere dich nicht um uns. Den Lebensunterhalt finden wir hier überall mehr als genug. Schau dir selbst die aufgeblühten Felder und Wiesen an. Es ist ein Paradies für uns hier. Im Alter brauche ich nicht mehr auf den See zu fahren. Es lässt sich hier immer noch gut auch von der Landwirtschaft leben. Es freut mich, dass es dir so gut geht. Und du musst mir jetzt erzählen, Josef, was ist bei euch seit eurer Hochzeit alles passiert? Da mischte sich in die Unterredung beider Männer ein lautes fröhliches Geschrei mehrerer junger Kehlen. Bald stürzten drei Jungen in das Haus, fast in Josuas Alter. Überrascht und staunend blieben sie bei Josua stehen. Das ist euer Cousin Joshua und euer Onkel Josef aus Nazareth, erklärte der Bruder Josefs, Elia. Und das sind Jakobus, Juda und Simon Alpheus. Die Jungs brauchten keine Zeremonien. Simon fasste sofort Josuas Hand und alle liefen Weg aus dem Haus. Die drei Cousins nahmen Josua gleich bei sich auf. Von ihrem Vater Alpheus hatten sie schon einiges über sein Schicksal gehört und waren deshalb gespannt auf seine Erzählungen von dem fremden Ägyptenland und den dortigen Gepflogenheiten. Sie hörten dem Josua angespannt zu und waren stolz, dass gerade er ihr Verwandter war und dass er schon so viel Interessantes erlebt hatte. Alle vier hielten seit diesem Zeitpunkt unzertrennlich zusammen. Der älteste von allen war Jakobus. Er war etwa 16 Jahre alt. Juda war der mittlere, etwa 14 Jahre alt. Simon war etwa 12 Jahre alt, gleich wie Josua. Simon hatte sich durch seinen unruhigen Geist die Bezeichnung Eiferer erworben. Josua fühlte sich mit ihnen wohl. Nach zwei Tagen kehrte Josef wieder zu seiner Arbeit nach Nazareth zurück. Josua durfte noch drei Wochen länger am See bleiben. Unter der Aufsicht Jakobus fuhren die Jungen auf die weite und gefährliche Wasserfläche mit dem Boot, fingen Fische und grillten sie dann am Lagerfeuer. Zusammen klauten sie Obst aus den Nachbargärten und sie besuchten auch andere Fischersöhne am Ort. Besonders gute Freundschaft verband sie mit den zwei Söhnen des wohlhabenden Fischers Zebedeas und seiner ehrgeizigen Frau Salome, mit Jakob und Johannes. Sie besorgten für ihre gemeinsamen Abenteuer immer eins von den festeren Booten Zebedeas. Die Cousins Josas ließen stolz bei jeder Gelegenheit den Josa erzählen, wie es in Ägypten war, wie er das Leben dem Käufer Josef aus Arimathea rettete, was er bei dem Arzt Antheis gesehen hatte und was er in den Tempeln des mächtigen Gottes Ammon erfahren hatte. Die kindlichen Freundschaften sind die besten. Sie überdauern Jahre, und bleiben häufig das ganze Leben lang fest bestehen. Das, und die ständige, anerkennende Neugier seiner Freunde, war eine der Ursachen, warum der Josua seine Vorsicht verlor. Bei einer Gelegenheit, bei einem Gespräch voll von Ehrlichkeit und Staunen, erzählte Josua seinen Cousins und den Söhnen Zebedeas, unter dem mit ihrem Blut versiegelten Schwur der Geheimhaltung, von seiner geheimnisvollen Abstammung. Das war faszinierend. Josua genoss inzwischen eine unumstrittene Autorität und Anerkennung bei seinen Kameraden. Sie hatten ihn bei keiner Lüge oder Übertreibung ertappt. Sie wussten also, dass auf Josuas Worte immer Verlass war. Die heranwachsenden Jungen, die glaubten, ihnen gehöre noch die ganze Welt, fühlten sich durch diese konspirative Einweihung für immer verbunden. Sie beneideten den auserwählten Josua und spekulierten mit ihm gemeinsam, wofür das alles wohl geschehen war. Sie wurden dabei noch eifriger als Josua selbst, besonders der Simon, und muteten dem Josua für die Zukunft fast Unmögliches zu. Zum ersten Mal erlebte der Josua das berauschende Gefühl des Führers. Er, der sich immer und überall bisher nur anpassen musste, er war nun in diesem seinen kleinen Kreis trotz seines jüngsten Alters zum natürlichen Anführer durch seine Autorität aufgestiegen.
nach der unangenehmen Zeit seiner nazarischen Herabsetzung von den nicht eingeweihten Dorfkameraden war es wie ein tröstender Balsam für sein zuvor bereits allmählich schwindendes Selbstbewusstsein. Die Jungen wollten so gerne auch ihre Anteilnahme an Josas großer Zukunft sichern. Josua, vergiss uns bitte nicht, wenn du berühmt wirst, bat ihn Juda. Habt keine Angst. Ihr werdet die Ersten sein, die ich zu meinen Helfern berufe. Ihr habt es euch gerade verdient, versprach Josua. Alles hat sein Ende. Auch die Ferienzeit am See Genezareth. Eines Tages kehrte Josef zurück zu seinem Sohn, um ihn wieder nach Nazareth mitzunehmen. Mit zufriedener Genugtuung stellte er fest, dass sein Junge von der Sonne gebräunt, von der See gekräftigt und von der Freundschaft mit seinen Kameraden lebensfroh erholt war. Der Abschied von den neuen Freunden fiel Josua diesmal nicht so schwer. Josef sprach nämlich den Jungen, die so guten Einfluss auf Josua hatten, seine Einladung aus, nach Nazareth zu kommen, und versprach auch, dass Josua noch häufiger zum See Genezareth zurückkehren dürfe. Josua kehrte wie umgewandelt zurück. Seine Arbeit mit Holz hörte endlich auf, ihn abzustoßen. Er fühlte zu diesem seinem Beruf zwar keine so große Liebe, wie Josef, doch seine Arbeit erschien ihm nicht mehr lästig. Er sang und pfiff nunmehr sogar dabei. Josua hatte wieder sein seelisches Gleichgewicht gefunden. Bei der Bearbeitung des Holzes, der Balken und der Bretter, hatte er immer sein kleines Geheimnis. Er konnte ungestört über all das nachzudenken, was ihn zunehmend beschäftigte. Die Konsequenzen dessen, was ihm die lieben, aber ungebildete Fischersöhne zugemutet hatten, diese Konsequenzen waren nicht so irrsinnig und unmöglich, wie er es früher dachte. Josef ließ sich durch die gute Laune Josuas täuschen. Er glaubte, dass der Fortbestand seines Berufes als Zimmermann durch seinen Nachfolger Josua endlich gesichert sei. Dass sein Familienberuf dem Sohn endlich zusagte. Josef hatte nicht die leiseste Ahnung davon, wie weit entfernt sich sein Josua von ihm in Wirklichkeit befand, obwohl sie sich körperlich am Werk so nahe standen. Von Zeit zu Zeit kam Juda, Jakobus und Simon Alpheus wie versprochen nach Nazareth, um Josua zu besuchen. Manchmal nahmen sie auch ihren vierten Bruder, den Kränkel, den Joses mit. Tagsüber halfen sie dem Josef in seiner Werkstatt, und die Nachmittage hatten sie nur für sich. Zusammen mit Josua erkundeten die Kameraden all die nahen Berge, das Dorf und seine Umgebung. Die nazarischen Jungs ließen sie dabei in Ruhe. Immer, wenn sie die breiten Schultern des Jakobus, des Sohnes Alpheus sahen, nahmen sie lieber von dem üblichen Spott über Josua Abstand. Im Gegenzug kam Josua wieder zum See und festigte so seine wertvolle Freundschaft mit seinen Cousins und mit den Söhnen des Zebedeas. Josua war beinahe 13 Jahre alt. Die ganze Zeit war die Familie Josefs von den Gottesdiensten im Jerusalemschen Tempel infolge ihrer Flucht nach Ägypten ausgeschlossen. Das war lange für einen rechtsgläubigen Israeliten. Deshalb entschied Josef, gemeinsam mit Maria und Josua dieses Jahr zum Passahfest nach Jerusalem zu pilgern. Bei dieser Gelegenheit sollte Josua zum ersten Mal die stolze heilige Stadt kennenlernen. Die Stadt, von der er so viel gehört hatte und die er sich immer so sehr wünschte zu sehen. Josef erhörte die wiederholte Bitte Marias, die, der Elisabeths wiederholten Einladung folgend, wieder einmal ihre Freundin besuchen wollte. Josef erlaubte, dass sie sich diesmal für die ganze Zeit des Passahfests in Zacharias Haus einquartieren dürften. Sonst hätten sie nämlich, wie die anderen unzähligen Pilger, vor dem Stadttor am Ölberg zelten müssen. In Jerusalem hatte sich inzwischen viel geändert. Der alte und kranke Priester Zacharias lebte jetzt nicht mehr. Die allein gebliebene Elisabeth blieb unverheiratet. Ihr Haus, früher das Zentrum der lustigen gesellschaftlichen Unterhaltung, war still. Nur wenige von den alten Freunden blieben ihr treu und statteten der alternden Witwe vereinzelt ihren Besuch ab. Elisabeth hatte jetzt wenig Freude in ihrem grauen Leben.
Sie hatte sich deshalb zu ihrer einzigen Aufgabe die Erziehung ihres nunmehr bald 14-jährigen Sohnes Johannes gemacht. Johannes' Leben war bisher erstaunlich einfach und geradlinig. Nach dem Tode seines Vaters Zacharias wurde er nur von seiner Mutter erzogen. Die Menschen in Jerusalem hatten schon die besonderen wunderbaren Umstände seiner Geburt fast vergessen. Doch Johannes vergaß sie nicht. Die stillen Räume der Residenz Zacharias wirkten, als ob sie in ihren Wänden die dauernden Erinnerungen an die damaligen, geheimen Besucher des Heiligen Geistes für immer aufbewahrten. Johannes bummelte häufig durch die menschenleeren Zimmer und zitterte immer bei der Vorstellung, dass gerade hier in diesen Räumen die Wunder passierten, an deren Ende sein und Josuas Leben standen. Die Einsamkeit, inmitten derer er aufwuchs, unterstützte seine Meditationen nach dem Sinn seines Lebens, das ihm durch Gottes wundersame Schöpfung geschenkt worden war. Die einzigen Besucher in seinem Haus waren die alten Freunde Zacharias, die sadduzäischen Priester, wie der Zacharias selbst es gewesen war. Sie halfen der einsamen Elisabeth, womit sie nur konnten, und ein Teil ihrer Zuneigung fiel auch dem Johannes zu. Durch den Einfluss dieser Priesterfreunde wurde Johannes in seinem Studium der Religionsfragen bestätigt, und er hatte die seltene Gelegenheit, seine Fragen in unzähligen persönlichen Gesprächen zu erläutern. Elisabeth war eine vernünftige Frau. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihrem Sohn die Geschichte über seine wunderbare Geburt schmackhaft zu machen. Deshalb unterstützte sie seine religiöse Schwärmerei kaum. Elisabeth sah für ihren Sohn, für den Sohn des sadduzäischen Priesters, nur die Fortsetzung des väterlichen Berufes vor. Doch auch das Wenige, was Johannes erfahren durfte, ließ ihn nicht einschlafen. Das große Geheimnis, das seine Wiege umhüllte, war zu verlockend, um ihm nicht nachzugehen. Er hörte auf, über dieses Geheimnis mit seiner Mutter zu sprechen, die ihm dazu nur wenig Bereitschaft zeigte. Umso eifriger diskutierte er mit den früheren Freunden seines Vaters, die das alles aus der nächsten Nähe mitbekommen hatten. Sie erzählten ihm über die Frömmigkeit seines Vaters Zacharias, über sein unzähliges Beten und über dessen Erfolg. Die alten Priester teilten die Begeisterung des Johannes und glaubten selbst fest an die göttlich wundersame Erfüllung der Bitten seines Vaters. Nur einer. Einer hatte ihm seine heilige Stimmung immer etwas verdorben. Nur dieser eine Priester von den allen signalisierte gewisse Zweifel an dem göttlichen Wunder der Geburt des Johannes. Als ob es nicht allen klar war, dass der alte Vater Zacharias ohne Gottes Hilfe keiner Zeugung mehr fähig war. Der Kaiphas. Der maßte sich zu viel an. Der mischte sich ohnehin ständig in seine Angelegenheiten ein. Er mahnte ihn wegen jeder Kleinigkeit und gab ihm ständig Ratschläge, die er, Johannes, von ihm gar nicht erfragt hatte. Und seine Mutter Elisabeth unterstützte ihn dabei sogar. Nein. Den Kaiphas sah Johannes nicht so gern, weil er ihn mit seinen andauernden Zweifeln anscheinend zurückhalten wollte. Zurückhalten von der nötigen Erneuerung der allgemeinen Sitten. Er, Johannes, er könnte allen ein Beispiel geben. Ein unangenehmes, weil gerechtes Beispiel. Aber Kaiphas? Der irritierte ihn. Der war als Priester zu viel den weltlichen Verführungen zugetan. Der sah in Johannes Askesen nur wenig Sinn. Er selbst ist nicht fähig, seine genüssliche Fresssucht zu mäßigen, oder von seiner Bequemlichkeit etwas zurückzunehmen. Urteilte Johannes über ihn. Nein. Johannes würde ihm noch beweisen, was Gott von den Menschen wirklich verlangte, und warum er, Johannes, auf so wunderbare Weise geboren worden war. Mutter Elisabeth hielt ihren Sohn fest im Griff. Mehr, als es gesund war. Sie hing an ihm mit der Schwere ihres ganzen verlassenen Herzens. Sie behütete ihn nur für sich. Am liebsten sah sie, wenn er den ganzen Tag nur mit ihr verbrachte, allein und zu Hause eingeschlossen. Oder wenn sie zusammen spazieren gingen. Die Ausflüge zu seinen Kameraden in die Stadt hatte sie ihm zwar nicht ausdrücklich verboten, doch sie hatte immer nach seiner Rückkehr einen so traurig vorwurfsvollen Blick, dass Johannes immer Gewissensbisse bekam und versprach, ihr nie mehr solch einen Kummer zu bereiten. Die Enthaltsamkeit der verwitweten Frau,
verbunden mit der sittlichen Sauberkeit, die die Priester predigten. Priester, die Johannes nunmehr die einzigen männlichen Vorbilder waren, hinterließen ihre Spuren. Sie und die Tatsache, dass Johannes nur wenigen Versuchungen der Weltmetropole ausgesetzt war, verursachten, dass Johannes lernte, seine Sinnlichkeit erfolgreich zu unterdrücken. Er setzte sich selbst die strengsten Aufgaben, um seinen Körper zu beherrschen. Er konnte jederzeit ohne Hunger fasten, dursten, frieren und Unbequemlichkeiten ertragen. An allen diesen Qualen hatte er sogar eine geradezu süchtige, selbstpeinigende Freude. Johannes verachtete alle, die zu Sklaven ihrer Lust wurden. Wie viele fähige Männer ließen ihre vielversprechende Karriere nur für eine Laune einer Frau oder andere Triebe des Körpers brachliegen. Johannes beschloss, für immer ledig zu bleiben, damit er dem Ruf Gottes sofort folgen könne. Ruf Gottes. Der wird sicher kommen. Gott würde sich bei ihm bestimmt melden, um die schwersten Dienste vom Johannes zu verlangen, als eine Anzahlung für die große Schuld, die Johannes durch seine Geburt noch zu begleichen hatte. Und Johannes würde ihn nicht enttäuschen. Und übrigens, welche Frau wäre würdig, zu meiner Ehefrau zu werden? Überlegte er oft, als er in der Finsternis der Nacht den Ruf seines heranwachsenden Körpers dämpfte. Welche Frau hätte das nötige Verständnis für meine Askese, und dafür, dass ich mich einem geheimnisvollen Auftrag verschrieben habe? Jede Frau sieht doch nur das Wohl ihrer Kinder, ihres Mannes, ihres Heimes, und die anderen, edlen geistigen Aufgaben, erstrebt sie nur zu verspotten und nichtig zu machen, falls sie einen Konflikt zwischen den ihren und den edlen männlichen Aufgaben sieht. Und dann, die traurigen Augen meiner Mutter, nein, ich kann sie doch nicht verlassen. Die Mädchen zeigten kaum Interesse an dem komischen Johannes. Seine seltsame Lebensart und Einsamkeit bot auch keine nähere Gelegenheit zum Kennenlernen. Die menschliche Gesellschaft inspiriert zu Ideen. Doch erst die Einsamkeit kann die richtige Auslese und Vollkommenheit solcher Ideen ermöglichen. Johannes beschäftigte sich mit solchen Aspekten des Lebens, zu welchen die anderen Leute meist erst in fortgeschrittenem Alter kamen. Dazu hatten sicher auch die ständigen Gespräche mit Priestern geführt, denn diese waren bei der Ausübung ihres Berufes tagtäglich mit allen menschlichen Sorgen und Plagen konfrontiert. Einige der Jungen aus den Nachbarhäusern machten zwar einen Versuch, an Johannes näher heranzutreten. Doch vergeblich. Alle Versuche um Freundschaft scheiterten an der strengen Lebensart des Johannes, da er kein Verständnis für ihre Spielereien und gassenbübischen Scherze zeigte. Johannes' Interessen zielten in eine andere Richtung. Deshalb wurde er zu einem Sonderling, der von jedem kindlichen Clan abgelehnt wurde. Andere Jungen interessierte, wo sie etwas Lustiges anstellen konnten, um Spaß zu haben, wer von ihnen es schaffte, einem Händler unbemerkt eine Dattel zu klauen oder wer von ihnen schon sein erstes Erlebnis mit einem Mädchen gehabt hatte. Sie waren nicht in der Lage, sich mit Johannes über die Begriffe wie der Sinn des Lebens, Wahrheit, Gott, Moral, Ehre oder Zurückhaltung zu streiten. Bei allen anderen Gesprächen schwieg wiederum Johannes. So wurde er auch von den Jungen zunehmend gemieden. Er ist ein Besserwisser, sagten sie von ihm. Johannes passte dies ganz gut. Er fühlte sich viel besser in der Gesellschaft älterer Menschen, die seine Meinungen höher schätzen konnten. Besonders intensiv beschäftigte ihn die Frage seiner Schuld gegenüber Gott. Der Bezahlung seiner Schuld musste er sicher sein ganzes Leben widmen. Johannes freute sich schon auf den Augenblick, in dem er plötzlich von Gott erleuchtet werden würde. In der tiefsten Ecke seiner Seele hoffte er, dass ihn Gott deshalb auserwählt hat, damit er zu einem Propheten werden sollte. Das war Johannes' Traum. Das war sein Ziel, für das es lohnte, dem Verlangen des Körpers nicht nachzugeben. Die Ankunft des Josua wurde für Johannes zum wichtigsten Lebensereignis. Mit Josua hatte er sich sofort verstanden. Das war sein idealer Freund. Josua war fast im gleichen Alter, und er hatte auch dieselbe Fähigkeit, mit ihm lange und tiefsinnige Gespräche zu führen. Dabei war er schon weit gereist und von einem anziehenden Charisma, für das ihm Johannes auch das Fehlen seiner jeglichen Zurückhaltung vergab.
Beide Freunde beobachteten empfindsam alle Freuden und Tragödien des Alltags. Überall und jederzeit gab es sehr viel nachzudenken. Oft sprachen sie darüber miteinander im Schatten einer Weinrebe, hinter dem Brunnen, im Garten des Hauses Zacharias. Dort fühlten sie sich am wohlsten. Johannes, vielleicht hat uns Gott gerade dazu bestimmt, um all das Unrecht zwischen den Menschen auszumerzen. Hast du nicht auch so eine Ahnung? Natürlich, Josua. Ich bin derselben Meinung. Nur weiß ich nicht, wie dies am besten zu bewerkstelligen ist. Wir haben viele Gelegenheiten, das Schlechte zu erkennen, was die Reichen und Mächtigen den Ärmern und Schwächeren antun. Leider sieht es so aus, dass im Leben die rücksichtslosen und egozentrischen Leute besser stehen kommen als diejenigen, die dem Gesetz treu folgen. Jawohl, Josua. Auch ich habe bemerkt, dass es viel besser solchen Leuten geht, die sich nicht schämen, die Fehler anderer zu ihrem Profit auszunutzen. Besonders diejenigen, denen die moralische Verurteilung der Mitmenschen gar nichts ausmacht. Johannes, es ist viel Böses auf dieser Welt. Das, was wir brauchen, ist nunmehr die Liebe. Mehr Liebe zwischen den Menschen wird durch mehr Liebe von Gott belohnt. Und ein liebender Gott kann unmöglich die Welt so schlecht, wie sie jetzt ist, lassen. Ist das die Lösung? Ist das unsere Bestimmung? Vielleicht, Josua. Aber dieser Weg geht nur durch die Herzen der Menschen. Das ist der schwierigste Weg. Beide Jungen fühlten sich gegenseitig immer mehr bestätigt. Ihre besondere Rolle bei der Erneuerung der Welt war offensichtlich. Manchmal fühlten sie ein Gefühl des Auserwähltseins, das sie weit über die anderen Menschen erhob. Doch nun fanden sie eine gemeinsame Berufung. Es war also kein Wunder, dass Josua und Johannes zunehmend gegenseitige Zuneigung empfanden. Beide waren doch durch die außerordentlichen Beweise ihrer göttlichen Nähe gezeichnet. Und dies zwang sie, auch ähnlich nachzudenken. Sie fanden sehr schnell ihre gemeinsame Sprache. Johannes und Josua ließen die Erwachsenen nutzlos herumreden, wie sie es nannten, und sie selbst erdachten ihre großzügigen kindlichen Träumereien über die neue und bessere Welt. Maria und Elisabeth beobachteten froh die Freundschaft zwischen ihren Kindern. Sie ahnten bisher nicht, wohin diese Verbundenheit führen könnte, und so hatten sie an ihren religiösen Interessen nur Freude gehabt. Johannes analysierte die Welt mit seinem Intellekt. Josua schätzte seine Meinung und hatte immer viele Gründe, nach jedem ihrem Gespräch nachzudenken. Johannes lebte in der heiligen Stadt. Er lebte im Zentrum des religiösen Lebens. Er konnte jederzeit mit Priestern sprechen. Er lebte nahe an dem Zentrum des Staates und konnte auch den Kampf der verschiedenen religiösen und weltlichen Gruppierungen aus erster Hand beobachten. Johannes hatte also eine sehr gute Übersicht über das aktuelle Geschehen. Josua war dagegen viel empfindsamer. Er verstand die Welt mehr durch seine Sinne und Intuition. Josua meditierte mehr über das Innerste in den Menschenseelen, wozu er in dem kleinen Dorf, wo sich alle kannten, natürlich mehr Gelegenheit als Johannes in der befremdlichen Großstadt hatte. So hatten sie, Josua und Johannes, Wichtiges zu sagen, und sie konnten sich sogar in verschiedenen Aspekten ergänzen. Während der 7 Tage des Passafestes wurden sie bereits zu unzertrennlichen Freunden auf Leben und Tod. Sie gelobten, dass sie die Welt gemeinsam ändern würden. Dazu sollte ihnen ihre übermenschliche Kraft verhelfen, an die sie beide nun ganz fest glaubten. Beide betrachteten schon damals ihr Vorhaben als todernst. Jerusalem begeisterte Josua nur mäßig. Nachdem er die Weltmetropole, Alexandria, bereits kennengelernt hatte, war für ihn Jerusalem nur ein Haufen uninteressanter, armer Häuser. Nur der Tempel beeindruckte ihn sehr. Der Tempel gefiel ihm viel besser als die riesigen Ammonbauten Ägyptens. Der Tempel der Stadt Jerusalem war nämlich das Haus seines Vaters, des Gottes, den er hoffentlich bald verstehen würde. Das Innere des Tempels war einzig und allein den Priestern vorbehalten. Doch Johannes konnte ihm das erzählen, was er von seinen Priesterfreunden selbst erfahren hatte.
Josua und seine Eltern reinigten sich zuvor mit der Menschenmenge durch ein rituelles Bad. Danach betraten sie den Vorhof der Heiden, wo sogar die Nichtjuden zugelassen waren. Eine Unmenge von Händlern bot vor dem Tempel ihre Dienste an. Bei den Geldwechslern konnte man sowohl fremde, als auch einheimische Währung in tyrische Schekel umtauschen, denn nur diese Schekel waren als die einzigen Silbermünzen im Tempel für Spenden zugelassen. Andere Händler verkauften die schon begutachteten, opferwürdigen Vögel und Tiere, die mit ihren Stimmen den allgemein herrschenden Lärm noch vergrößerten. Josef kaufte ein gesundes Lamm, das von keiner Krankheit oder Missbildung verunreinigt wurde und nur 2 Monate alt war. Inzwischen las Josua mit Verwunderung die mehreren Verbotstafeln auf den Steinbrüstungen, die das Heiligtum auf 3 Seiten umgaben. Dort stand in griechischer und lateinischer Sprache: Kein Fremdländischer trete in den abgegrenzten Bezirk und den Hof, der das Heiligtum umgibt. Wer dabei ergriffen wird, trägt selbst die Verantwortung für das Todesurteil, das darauf steht. Josua mit seinen Eltern bestieg die Treppe, und durch einen der 3 Tore betraten sie den Vorhof der Frauen. 13 Opferstöcke in Form von Schufa oder Widerhörnern standen hier dazu bereit, um die vielen Spenden der Gläubigen aufzunehmen. So viel Geld wird hier tagtäglich dem Gott geschenkt. Verwunderte den Josua. Auch Josef und Josua haben zusammen feierlich einen ganzen Schekel gespendet. So war es richtig. Einen halben Schekel für jeden männlichen Juden im Jahr, das verlangte das Gesetz. Viele Prediger und Schriftgelehrte waren hier damit beschäftigt, jede Frage zu beantworten, die ihnen gestellt wurde. Josua sah ebenfalls, wie in einem der Räume, in Ecken des Vorhofes, Aussätzige von einem älteren, streng wirkenden Priester untersucht wurden, ob sie schon vielleicht als geheilt an dem Gottesdienst teilnehmen dürfen, oder nicht. Maria blieb in dem Vorhof der Frauen alleine, wie es von ihr die Vorschrift verlangte. Ihre 2 Männer aber schritten vor das prächtige Portal des Nikanortors und weiter durch die berühmte, schwere, goldene Doppeltür, die nicht von weniger als von über 20 Männern überhaupt zu bewegen war. Sein Lamm führte Josef an dem Zügel mit. Josua schaute sich nun im Vorhof der Israeliten um. Josua, dieser Heckaltar aus unbehauenen Steinen, da. Sieh. Gerade vor dir. Der steht genau auf demselben Felsen, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte. Hörte er Josefs Erklärung. Deshalb pass auf, mein Sohn, dass du immer ein braver Junge bleibst, damit ich nicht in dieselbe Versuchung komme. Scherzte Josef. Viele der opferbereiten Lämmer, Widder, Ziegen, Tauben, ja sogar Rinder wurden bis hierher gebracht. Einige der frommen Juden, in sich vertieft, sahen fast wie verwirrt, wie sie ihre Gebete sangen. Josef mit Josua kam gerade rechtzeitig, um das vorgeschriebene Brandopfer bei der Abenddämmerung zu erleben. Einem geduldigen Lamm, wie diese Tiere schon mal sind, wurde von einem Priester die Kehle durchgeschnitten und sein Blut in eine Schale aus Gold aufgefangen. Mit dem Blut des Tieres wurde dann der Altar bespritzt. Auch das Lamm von Josef und Josua wurde als persönliches Dankopfer für die glückliche Rückkehr aus Ägypten von den Priestern angenommen und getötet. Dabei wurden nur die Innereien, Fettstücke und Nieren ihres Tieres nach strengem Vorschrift verbrannt, sein Blut auf die 4 Hörner des Altars gestrichen und der Rest auf sein Podest geschüttet. Während nämlich bei einem Sühneopfer für eine Missete auch das Fleisch des Opfertieres restlos verbrannt werden musste, durfte das Fleisch bei Josefs Dankopfer zwischen den Priestern und Gläubigen geteilt werden. So bekamen auch Josef und Josua ihren Anteil zurück. Nur die Haut des Opfertieres behielten die Priester für sich. Josua überraschte es sehr, dass im Vergleich zu den Opferaltären Ägyptens keine Raubvögel und Aasfresser, angelockt von dem rohen Fleisch, die Opfern den belästigten. Josef zeigte nur wortlos zur Erklärung auf die vielen goldenen Nadeln und Spiesse auf dem Tempeldach, die es den Vögeln schwer machten, sich dort niederzulassen. Noch an diesem Abend wurde das Lammfleisch von Maria und Elisabeth in ihr Haus gebracht, gebraten und mit ungesäuertem Brot und Kräutern gemeinsam gegessen. Kaiphas hatte Maria diesmal nicht gesehen.
Er war beschäftigt mit seinen Aufgaben am Opferaltar. Bei der Abreise aus Jerusalem ging es genauso hektisch zu wie bei der Ankunft. Die Straßen waren von vielen Karawanen und Reisegruppen überfüllt. Josef und Maria waren schon zum Abschied fertig, als sie feststellten, dass Josua fehlte. Sie vermuteten, dass er inmitten des Menschengetümmels bereits unterwegs war, und dass er sie irgendwo vor der Stadt, wahrscheinlich am Ölberg, erwarten würde. Sie verabschiedeten sich also von Elisabeth und Johannes, und eilten schnell dem Josua nach. Hab keine Angst um ihn. Er hat noch junge Beine, und kann uns also schon weit voraus sein. Beruhigte Josef die Maria. Es war aber nicht so einfach, ihren Sohn zu finden. Josef und Maria waren schon einen ganzen Tag erfolglos unterwegs. Dass Josua auf sie nirgendwo gewartet hatte. Er hatte doch kein Geld und kein Essen bei sich. Es war unmöglich, dass er bereits so weit sein sollte. Auch die Nachfragen bei einigen Bekannten brachten hier keine Klarheit. Keiner hatte ihn gesehen. Josef und Maria setzten sich an den Rand des Weges, um auf ihn zu warten, falls er ihnen folgen würde. Beide hatten schon schmerzende Füße. Mit zunehmendem Abend wurde es kühler. Der Pilgerweg leerte sich etwas, denn nachts zu reisen, das wagten nur die wenigsten. Auch jetzt sahen die bedrückten Eltern keine Spur von ihrem Sohn. Wir müssen ihn verpasst haben, seufzte Maria verzweifelt. Kehren wir zurück. Sicher wartet er auf uns in Jerusalem. Du hast vielleicht recht. Er ist sicher zu Elisabeth zurückgekehrt. Sie hat ihm gesagt, dass wir nach ihm suchen. Er geht uns aber vielleicht bereits nach. Wir warten also bis morgen ab. Du musst dich ohnehin ausruhen, Maria. Denn deine Füße sind voll von Blut. Josef legte Maria auf eine Grasfläche und blieb selber die ganze Nacht wartend wach. Einmal wegen den Straßenräubern, und zum anderen wollte er nicht riskieren, den Josua nochmals zu verfehlen, falls er ihnen folgte. Am Morgen erhellte die Sonne die Landschaft und den Weg. Die ersten Pilger waren wieder unterwegs. Doch Josua war nicht zu sehen. Sie warteten noch einen Tag und eine Nacht. Erschöpft, hungrig und voller Angst kehrten dann Josef und Maria wieder zurück, nach Süden, in die heilige Stadt. Eiligst liefen sie zu Zacharias Haus. Elisabeth erblasste, als sie in diesem verzweifelten Zustand vor ihr standen. Aber auch sie wusste von Josua nichts. Es sind doch schon 3 Tage. Versucht ihn im Tempel zu suchen, empfahl ihnen Johannes, der die Seele Josuas bereits besser kannte, als jeder andere. Ja, das war noch eine Möglichkeit. Erschöpft eilten Josef und Maria noch einmal zum Tempel. Und da entdeckten sie ihn. Josua saß im Vorhof der Frauen bei den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine scharfsinnigen Antworten. Die Schriftgelehrten beantworteten nicht nur seine Fragen, sondern stellten selbst Fragen an ihn. An ein noch 12-jähriges Kind. Unerhört. Alle waren beeindruckt von seinem tiefen Verständnis der Heiligen Schrift. Nicht so seine Eltern. Josua, mein Kind, warum machst du uns solchen Kummer? Dein Vater und ich haben dich ganz verzweifelt gesucht, warf ihm die Mutter vor. Josua entschuldigte sich nicht, und er suchte auch keine Ausrede. Er drehte sich nur verständnislos um und antwortete: Warum? Habt ihr mich gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Schweige, schrie ihn Josef an. Steh auf und folge uns. Dass dir deine Mutter nicht leid tut. 3 Tage haben wir wegen deiner Laune verloren. Die wirst du nacharbeiten müssen. Josua stand verlegen auf und verabschiedete sich von seinen Gesprächspartnern. Sie gingen schweigend auseinander. Die Schriftgelehrten wussten nicht, dass der scharfsinnige Junge ohne Erlaubnis seiner Eltern mit ihnen 3 Tage gesessen hatte. Sie wussten nicht, was sie seinen, zu Recht verbitterten Eltern,
noch erzählen sollten, und die Situation war ihnen peinlich. Unterwegs nach Nazareth war Josua still. Er musste noch das Ausschimpfen Josefs verdauen, das auf ihn in reichlichem Maße zukam. Erst zu Hause, als er nach dreitägigem Marsch wieder unter die Decke Marias schlüpfte, erzählte ihr Josua leise: Du hättest hören sollen, was ich alles wusste. Die Schriftgelehrten öffneten ihre Augen weit. Auch kamen einige Priester dazu. Einer von ihnen sprach mit mir sehr lange. Zuerst hörte er nur zu. Als ich dann von dem einzigen Gott Ägyptens erzählte, fragte er, woher ich komme und wie ich heiße. Er war sehr überrascht und lachte mich an. Dann erklärte er mir den ganzen Tempel bis auf den Innenhof. Es interessierte ihn sehr, wie ich lebe. Er versprach mir, dass ich ihn jederzeit besuchen kann. Er wollte, dass wir Freunde werden. Er kann mir viele alte wertvolle Texte zeigen. Auch hat er mir angeboten, zum Schriftgelehrten zu werden. Wie ist sein Name Josua? Ahnte bereits Maria. Man nennt ihn Kaiphas. Und wo hast du geschlafen, Josua? Bei ihm. Als ich ihm sagte, dass ihr mich sicher nicht suchen würdet, nahm er mich für die zwei Nächte zu sich, nach Hause.